In Deutschland bekommen jährlich 260.000 Patienten einen Schlaganfall. In etwa 85% der Fälle geschieht dies durch einen Gefäßverschluss. Warum dieser passiert, bleibt für 25-40% der Patienten unbekannt. Gleichzeitig werden jährlich über 158.000 Patienten wegen einer Ohnmacht ins Krankenhaus eingewiesen. Bei 40% der Betroffenen bleibt die Ursache ungeklärt. Bei beiden Patientengruppen ist das Risiko groß, dass sich der Schlaganfall oder die Ohnmacht wiederholen. Wenn die Standarddiagnostik ohne Ergebnis bleibt, können vorübergehende Herzrhythmusstörungen die Ursache sein. Eine langfristige Überwachung ist nach den Behandlungsleitlinien erforderlich, da vorübergehende Herzrhythmusstörungen in Zeiträumen von mehr als 30 Tagen auftreten können. Die Lösung? Ein kleiner implantierbarer Herzmonitor, auch Ereignisrekorder genannt, bietet den Risikopatienten eine kontinuierliche Langzeitüberwachung ihres Herzrhythmus. Damit müssen Patienten nicht ständig ins Krankenhaus oder zum Arzt zur Herzrhythmuskontrolle. Mit einem Ereignisrekorder können sie ohne große Einschränkungen in ihrem heimischen Umfeld bleiben. Implantierbare Ereignisrekorder sind inzwischen so klein, dass sie minimalinvasiv auf Höhe des Herzens unter die Haut geschoben werden können. Der Ereignisrekorder enthält einen Sensor, der die Herzfrequenz kontinuierlich überwacht, Unregelmäßigkeiten im Herzrhythmus erkennt und aufzeichnet. Binnen 24 Stunden erfolgt eine automatische telemedizinische Übertragung der gespeicherten Daten an den zuständigen Arzt. Dieser kann in einem Monitoringzentrum, einer Klinik oder einer Praxis sitzen. Auf der Basis der aufgezeichneten Daten kann der Arzt den Patienten kontaktieren, ihn zu sich bestellen und eine Diagnose- und Therapieentscheidung treffen. Der Vorteil von implantierbaren Ereignisrekordern? Das Gerät kann über mehrere Jahre den Herzrhythmus des Patienten überwachen und detektiert dabei vorübergehende Unregelmäßigkeiten über einen längeren Zeitraum zuverlässiger als konventionelle Diagnostik. Das spart unnötige Arztbesuche. Gleichzeitig hat der Patient die Sicherheit, dass der Arzt stets alle wichtigen Informationen für die Diagnose erhält. Der implantierbare Ereignisrekorder ist damit eine sichere Lösung zur Langzeitbeobachtung von Patienten mit Verdacht auf Herzrhythmusstörungen. Er unterstützt Ärzte zuverlässig bei der Diagnose und Therapieentscheidung.